Pfeffer und Salz. Ein weihnachtliches Kammerspiel von Sascha Kumbert. Hallo Papa, Überraschung. Anni, du hier? Ja, ich dachte, ich kann Weihnachten bei dir feiern. Wie, einfach so? Ja, darf ich reinkommen? Ja natürlich, komm rein. Warum? Warum was? Oh, du hast ja gar keinen Weihnachtsbaum. Ich lebe allein und einen Baum habe ich schon seit 18 Jahren nicht mehr. Wie? Seitdem du und Mama euch getrennt habt, hattest du keinen Weihnachtsbaum mehr? Na, du warst Weihnachten doch immer bei deiner Mutter und... Vielleicht ganz gut so. Ich meine, so ein Weihnachtsbaum ist ja auch nicht wirklich ökologisch sinnvoll. Hättest du dich angekündigt? Ich hätte einen besorgt. Wir hätten auch gemeinsam, also wie früher. Nee, ist schon okay. Obwohl, hast du das Pferd noch? Was für ein Pferd? Als ich klein war, da... hast du mir ein kleines Holzpferd geschnitzt, weißt du noch? Ich durfte es rot anmalen und das hing dann immer am Weihnachtsbaum. Zumindest, solange du und Mama zusammen wart. Ach, das Pferd. Ja, ich glaube, warum feierst du eigentlich nicht bei deiner Mutter? Ach, weißt du, was machst du da gerade am Computer? Ich recherchiere noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Ich treffe deine Tante Gerda zwischen den Jahren. Und schau mal hier, ich könnte ihr diese Kerze... Nein, Papa! Wie nein? Na schau doch, der Stern! Ja, das ist eine Weihnachtskerze mit einem Stern. Das ist eine Kerze mit einem Seestern. Ja, und Muscheln. Papa, der Seestern ist echt und in Wachs eingelassen. Meinst du? Ja! Die Tierschutz- und Taucherverbände weisen seit Jahren darauf hin. Immer zu Weihnachten werden tausende lebende Seesterne... Der ist aus Plastik. Nein, Papa. Schau, da steht es. Das sind lebende Tiere, die für Weihnachtsschnickschnack getötet werden. Na gut. Dann bekommt deine Tante Gerda halt nichts. Ach, Papa. Willst du was essen? Gerne. Ich könnte, Pizza machen. Ananas-Schinken. Wie früher. Nein, Papa. Ah, stimmt ja. Du bist ja Vegetarierin. Veganerin. Wie auch immer. Oh, diese Pfeffermühle hat Mama auch. Ja, das ist aber eine Salzmühle. Bei der Trennung bekam deine Mutter den Pfeffer und ich das Salz. Das wusste ich nicht. Du bist ja auch selten hier. Warum sprecht ihr eigentlich nicht miteinander? Du und Mama? Deine Mutter ist halt, schwierig. Und du weißt doch. Nein, weiß ich nicht. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wie es mir dabei geht? Ich als eure Tochter? Glaub mir, ich habe mir das auch anders gewünscht. Ich wollte meine Tochter großziehen. Und was war ich in all den Jahren nach der Trennung? Ein Wochenendpapa. Und seit du erwachsen bist, nun, ich sehe dich ja gar nicht mehr. Aber Papa... Na, stimmt doch. Wir telefonieren ein paar Mal im Jahr und ich sehe dich dann maximal auf den Geburtstagsfeiern der Familie. Aber sonst ist Funkstille. Nun... Ich höre nichts von meiner Tochter. Und dann stehst du nach all den Jahren auf einmal vor meiner Tür und willst Weihnachten mit mir feiern. Ja, Weihnachten. Annika, Entschuldigung, ich hab's nicht so gemeint. Papa, das ist ja nicht... Ist etwas mit deinem Freund? Dem, wie hieß er denn noch? Nils. Du meinst Nils. Nils, genau.
Wir haben uns gestritten. Ja, das kommt vor. Bei Mama. Ging es um den Weihnachtsbraten? War der nicht vegan? Doch. Doch schon, aber die Zukunft. Die Zukunft? Nils ist so festgelegt. Ist ja gut. Festgelegt. So. Ich will nicht. Was willst du nicht? Ich will nicht, dass mein Kind soll nicht so wie ich ohne Papa aufwachsen. Kind? Bist du schwanger? Ja. Weiß deine Mutter das? Nein. Keiner weiß es. Außer dir. Ich? Nils weiß es auch nicht. Er hat ganz andere Pläne für die Zukunft. Ein Kind. Das passt nicht in seinen Lebensplan. Oh Papa, was soll ich nur tun? Aber du weißt doch noch gar nicht, was Nils dazu sagt. Weißt du, was wir jetzt machen? Was? Ich rufe deine Mutter an. Du willst Mama anrufen? Ja. Und sie soll den Nils mitbringen. Was? Sie sollen Weihnachten hier bei mir mit dir feiern. Du willst mit Mama sprechen? Nach all den Jahren? Naja, sie hat einen Baum und einen veganen Braten. Und dein Freund ist auch bei ihr. Vielleicht kann er den Baum hierher bringen. Moment, warte mal. Den Baum? Na, du hast ein Geschenk für diese kaputte Familie. Ein Geschenk, was die Familie vielleicht weniger kaputt macht. Ich finde, das sollte man gemeinsam feiern. Ah, da ist es ja. Du willst wirklich mit Mama sprechen, aber... Hier, schau mal, was ich gefunden habe. Mein rotes Holzpferd. Deswegen werde ich jetzt deine Mutter anrufen. Und glaube mir, Mama und Nils werden kommen und mit uns Weihnachten feiern. Es geht um unsere Zukunft. Und in dieser will ich mein Enkelkind mit deinem roten Holzpferdchen spielen sehen. Die Tochter Annika, gesprochen von Johanna Ehrlich. Der Vater Matthias, gesprochen von Stefan Hartlein. Das Skript von Sascha Kumbat. Schnitt, Musik und Gestaltung Stefan Hartlein. Sounds von freesounds.org und dem eigenen Archiv. Eine Produktion für das Hörspielprojekt 2020.